In King of Tokyo schlüpfen wir in die Rolle von einem von 6 Terrormonstern: Giga Sour, Alienoid, Mecha Dragon, Cyber Bunny, Kraken und The King. Es ist im Prinzip eine Art Monsterkniffel. Wenn ich drankomme, würfel ich bis zu 3-mal, wie man das von Spielen wie Kniffel kennt, und darf dann sammeln, aussuchen, was ich will, und nach dem 3. Mal muss ich den Wurf dann so liegen lassen. Ja, mit den Zahlen könnte ich versuchen, Ruhmespunkte zu sammeln. Finde ich ein bisschen langweilig. Viel lustiger ist es, zu versuchen, alle anderen Monster umzubringen. Ja? Und dazu brauche ich Tatzen. Nämlich eine Tatze, einen Schaden. Und Schaden kann man natürlich, den man dann erlitten hat, kann man natürlich auch versuchen, wieder wegzuheilen mit den Herzen. Zu guter Letzt gibt es noch hier so ein Blitzsymbol. Das sind diese kleinen Energiesteine. Und mit diesen Energiebrocken kann ich mir coole Karten kaufen. King of Tokyo macht natürlich Würfelspieler und Monsterspieler Träume wahr.